Ja, weiter geht es mit Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Wir sehen nichts. Wir sehen, dass wir zwischen zwei Bäumen auf einem Sumpf stehen oder sowas ähnliches. Wir befinden uns im Sumpflager, das wollte ich sagen. Wir haben das letzte Mal uns ein wenig umgeschaut, sind unglücklich von der Leiter gestürzt und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, wie ich an das Rezept von Korkalom komme, denn dieser möchte es uns nicht verkaufen. Dazu komme ich aber später, denn ich habe gemerkt, dass ich gar keine Dietriche habe. So, und da könnt ihr euch ja schon denken, huch, na klasse. Nein, nicht unter Wasser. Ich weiß so gar nicht, wie man schwimmt. Achso, warte mal. Moment, ich hab's gleich. Oh nein, ich sterbe. Warte mal, wie komme ich überhaupt hoch? Ah ja, mit Alt natürlich. Ja, das war jetzt der Mega-Fail schlechthin. Ah, ich wusste irgendwie, dass das Schwimmen hier total schwer ist. Ja, ihr seht schon, es regnet wieder. Das heißt, leider Gottes, wir sehen hier gerade den Weltuntergang. Na, ich kann scheinbar nicht hier hoch. Okay, das heißt, ich muss eine glatte Fläche finden, wie hier vorne zum Beispiel. Jetzt zick doch mal nicht so rum. Also warte mal, aber von hier, ne? So, jetzt aber. Zack, jetzt können wir auch hoch. Sehr schön. Okay. Das war ja schon wieder der Mega-Fail. Hat man nicht sowas schon mal in der Art hier? Na, ihr seht schon, die Sinnflut ist wieder am Werke. Überall fließt der Ozean an den Wänden runter. Zumindest kann man das von der Wassermenge her so glauben. So, ich meine, hier gab es aber auch noch etwas. Hier ist Nyras. Und ein Novize, aber Nyras, den quatschen wir mal an. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ja, deine Glatze blitzt und blinkt im Regen. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Natürlich. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Okay, ja, das war sehr aufschlussreich. So, warte mal. Ach ja, hier war ja noch was. So, den dürfen wir natürlich nicht ansprechen, weil das ein Guru ist. Aber der hat einen Namen hier, der Gorim. Und wir sprechen ihn einfach mal an. Wenn er mal aufhört zu stampfen. Schluss jetzt. Ey. Oh Gott. Ah, natürlich. Und jetzt haben wir uns wegbewegt. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ah, okay. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Bal-Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Ja, ich weiß nicht, was der Typ da macht, aber das sieht total falsch aus. Und ich meine nicht, dass er in dem Fass sitzt. Ich gehe weg. Das sieht total falsch aus. Ja, dann werden wir mal mit Harlock oder wie der hieß reden. Der soll bei Fortuno sein. Wir wissen ja, wo der ist. Der verabreicht einem die tägliche Ration Sumpfkraut. Da waren wir ja schon. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir diesen faulen Typen da finden. So, hier ist Novize. Nicht interessant für uns, denn wir wollen ja mit den Guru sprechen. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Wir hätten da vorne wahrscheinlich auch schon rechts abbiegen können. Aber ich gehe natürlich immer den schweren Weg. So, oder den längeren in dem Fall. Alles klar, hier sind nur langweilige Novizen.
Wir müssen auch noch Dietriche kaufen. Ich hoffe, man findet hier welche im Lager. Ansonsten müssen wir hier wieder eine halbe Weltreise unternehmen. Wird Zeit, dass wir uns die Portalsteine holen. Ich kann bestimmt hier schon rüber. Ja, und hier glänzt alles noch vom Regen. Das finde ich relativ cool, dass die Rüstung und so weiter noch ein bisschen durchnässt ist, auch wenn der Regen aufgehört hat. So, der soll hier irgendwo sitzen. Ach nee, bei Fortuno. Der ist hier vorne. Da vorne müsste er sein, da am Paffen. Nee, mit der Wasserpfeife wollen wir nicht sprechen, sondern mit Harlock. Sprich mit uns. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Ja, das denke ich mir morgens auf der Arbeit auch jedes Mal. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Na dann. Ein Kampf! Ja, ein Kampf. Ey, ich will doch gewinnen. Klarer Sieger, würde ich sagen. Ja, ganz klarer Sieger. Dürfen wir eigentlich ausrauben, wenn wir den so im Kampf niederstrecken? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ne? Oder war das nur bei den Arenenkämpfen später in Gothic 3? Ich weiß es nicht. Ja, das ist manchmal nicht so durchsichtig. Ich habe mich da auch nicht so gut informiert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich will jetzt hier nichts riskieren. Ich hoffe, der steht jetzt auf. Das wird dir noch leid tun. Ja, das glaube ich nicht. So, hier geblieben. Suchst du wieder Streit? Wieso? Ich habe dich doch niedergestreckt. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann. Ah, okay. Der will noch eine Abreibung. Aber nicht jetzt. Wo kann man jetzt überhaupt was kaufen? Warte mal. Beim Schmied wahrscheinlich. Na, aber der wird bestimmt keine Dietriche haben. Sonst habe ich so ein Zeug immer im Überschuss. Aber jetzt irgendwie nicht. Ich habe auch mal im Inventar geschaut. Ich habe keinen einzigen Dietrich. Das kann ich ja auch mal zeigen. Das müsste hier genau bei Verschiedenes sein. Aber ihr seht schon, ich habe keinen einzigen Dietrich. Deswegen schaue ich einfach mal, ob der Schmied was anzubieten hat. Warte mal, ist der das? Nee. Das ist nur die billige Aushilfe. Der auch. Dann muss er das sein. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Nix Waffen, ich will Dietrich haben. Ja, super. Ja, da ist auch schon zu Ende. Oh, ein grobes Schwert. Das hat mehr Schaden als das, was wir haben. Naja. Tja, Mist, wo kriege ich jetzt einen Dietrich her? Ich glaube, das ist der mit der einzige Händler hier, oder? Oder hat Fortuno vielleicht etwas? Aber der hat nur Sumpfkraut, ne? Ah, jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich habe keine Lust, eigentlich noch eine Wanderung hier zu machen, nur um an Dietrich hier zu kommen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Nein, ich will Dietrich haben, die du nicht hast. Okay. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine... Ja, hatten wir schon. Okay, hätte ja sein können, dass wir schon mal gepennt haben und wir eine neue Ration bekommen. Und ich hier in Schlangenlinien laufe. Mist, wo ist denn der nächste Händler, wo man Dietriche kaufen kann? Wahrscheinlich die Jäger, ne? Wie Kavalorn oder, wer ist der andere? Richtung neues Lager, der... Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Genau der! Haben wir irgendjemanden, den wir ansprechen können? Ne, es sind alles Novizen. Novize. Wen haben wir hier? Novize, okay. Die lassen uns nicht durch. Da vorne ist zwar einer, aber den brauchen wir, glaube ich, später erst. Aber er steht hier so alleine, aber das könnte auch hier so eine Wache sein. Naja, es ist nur ein Templer. Tja. Tihia. Wie sich immer alle so schreckhaft umdrehen, wenn wir da jetzt hier so anstampfen. Ja, super, hier geht's auch nicht. Ach, da hätte ich auf den normalen Weg gehen können. Ich dachte, ich bin ja schneller.
Aber dem ist nicht so. Okay, nicht runterfallen. Sonst ertrinke ich wieder. Das hatten wir ja schon. Ja gut, hier gibt es nichts zu holen. Können wir nochmal mit Lester sprechen? Ich glaube nicht. Ha. Nein, ich glaube nicht. Der Schläfer möge dich behüten. Ich weiß auch nicht, ob wir den Ball hier zuerst anquatschen müssen, dass der uns angrummelt, damit Lester triggert. So, warte, ich speichere hier erstmal. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, muss ich gestehen. So, 18. Der 18. Spielstand schon. Wahnsinn. Okay. Tja, dann werde ich mal wieder zurückgehen. Wobei hier am nächsten ist eigentlich das alte Lager. Das ist ja hier so in die Richtung. Das müsste der nächste Halt sein. Aber wo man da Dietriche kaufen kann, das weiß ich natürlich auch nicht. So, warte mal. Wir haben ja noch jede Menge Pflanzen. Und da sind auch noch Tiere, die nicht getötet worden sind. So, warte mal. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? 1210. Ich kann nicht rechnen. 1310. Ach, keine Ahnung. So, ja, dann werde ich mal die Mole Rats hier ein wenig aus der Reserve locken. Ich hoffe, das geht einzeln. So, den kriegen wir auf jeden Fall. So, da kommt der auch schon. Der kleine Fleischmann. Naja, Mann, weiß ich nicht, aber Fleischvieh. Fleischknubbel. So, ja super, jetzt bräuchten wir einen Bogen. Die werden garantiert nicht einzeln kommen. Wobei, mit ein wenig Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ungeduldig seid als Zuschauer. So, jetzt haben wir den getriggert. Und dann kriegen wir die anderen beiden gleich auch. Pass mal auf. Ja, sage ich jetzt, oder? Und dann sterbe ich. So, erstmal zurückhoppeln, das sieht total affig aus. Ach Mann, komm schon. Dass die immer so stehen bleiben müssen. Okay. Aber das ist nicht schlimm. Der ist des Todes. Gut. So, den nehme ich auch. Und dann können wir uns um den letzten Verbliebenen kümmern. Da können wir einfach drauf los stürmen. So, was haben wir denn hier drin? Zumindest keine weiteren Gegner. Das ist sehr gut. Eine Keule, eine Fackel, ein Trank, Heilkräuter. Das war alles. Mehr ist hier nicht drin. Na gut, waren ja auch leichte Gegner. Da, ja. Nachtschatten. Achso, das ist eine Pflanze. Okay. Tja. So dünn kann die Beute aussehen. Aber wie gesagt, bei so leichten Gegnern. Auf die Blutfliegen habe ich keinen Bock. So, die habe ich alle, ne? Den kann ich nicht mehr plündern. Im zweiten Teil sagt er wenigstens, da gibt es nichts mehr zu holen. Aber im ersten Teil noch nicht. Da muss man sich auf dieses Schulternzucken verlassen. Oh, das sieht aber auch interessant aus, ne? Mit dem Sonnenuntergang, der sich darin spiegelt. Und ich dachte erst, hey, was kann das sein? Aber das sieht richtig nice aus. Okay, es ist ein bisschen fehl am Platz. Aber dieses Glitzern da unten in der Fläche, das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe ja, dass wir das komplette Spiel mit dem DirectX 11 Patch durchspielen können. Denn wenn ich Pech habe, und ich muss den wieder entfernen, kann es sein, dass der Spielstand nicht mehr kompatibel ist. Und das wäre ein Fiasko und ein Super-GAU. Aber ich denke, ja, warum nicht? Dann lebt man das Spiel einfach nochmal neu. Diese Black Screens, die scheinen ja irgendwie nur in Ausnahmesituationen aufzutreten. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube hier vorne, ne? Ich glaube nicht den Weg durch den Wald. Ich glaube, das kann tödlich enden. Zumal ich glaube, dass da auch ein Riesenvieh drin ist. Wenn ich mich recht erinnere. Aber hier ist doch auch falsch. Das ist doch der Orkfriedhof. Genau, da kommen wir ja jetzt noch nicht hin. Achso, hier waren die Warane, ne? Genau, hier ist der Strand. Und jetzt muss ich aufpassen.
Ja gut, hier ist nichts mehr. Beziehungsweise eine Pfeife liegt hier, was auch immer wir damit wollen. Ich habe sie einfach mal mitgenommen. Ja, da plätschert der Wasserfall, der geräuschlos ist. Ansonsten hat ja der, war das auch ein Baal, ne? Das war auch ein Guru, der hier die Neuen hinführt. Hat der alles aus dem Weg geräumt. Und schön die Waldbären für uns hier gelassen. So, natürlich klatsche ich gegen einen Baum, das ist natürlich super. Ich habe es bisher nur ein einziges Mal geschafft, in der Stadt, in der Fußgängerzone gegen ein Schild zu laufen. Das tat weh. So. Gut, die Seraphis nehmen wir mit. Hier ist die kleine Brücke. Und wir müssen hier irgendwann nochmal alles clearen, also alle Gegner töten, um die Erfahrungspunkte, warte mal, was brauchen wir noch? Noch einiges. Um die Erfahrungspunkte zu ergattern, damit wir, ein Level aufsteigen, genau. So, warte mal, hier war da auch noch so ein Hampelmann. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Hat der was? Nein, hat der nicht. Ach, Mist. Und auf das alte Lager habe ich auch keinen Bock. Aber wir müssen ja die Aufgaben da auch nochmal irgendwann fertig machen. Aber nicht in dieser Folge. Das werden wir auch gar nicht schaffen, alles in dieser Folge abzuarbeiten. So, ich werde erstmal reingehen. Erstmal, ja, ich gehe mal in meine Hütte. Ein bisschen pennen. Und dann schaue ich mal weiter. Wo geht es eigentlich da nochmal lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Texturen nicht vernünftig aneinander kleben an der Stelle. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe, uns quatscht der... Wie heißt der? Bloodwin? Oder der andere, der hier rumlungert, nicht an. Gut, das hätten wir. Hier brauchen wir nichts mehr. Wer ist das denn da? Ach, nur ein unbedeutender Schatten. Okay, in der Arena müssen wir auch noch kämpfen. Mensch, da haben wir noch allerhand zu tun. Aber in der Arena will ich ehrlich gesagt noch nicht kämpfen. Ach nee, der hat bestimmt nichts zu verkaufen. Des Weiteren müssen wir noch einen Typ rüberschicken. Ich bin mal gespannt, wer sich da anbietet. Ich habe eine gewisse Ahnung. Ich weiß, dass hier noch so einer rumlungert. Ich weiß aber nicht, wo er sitzt und wie er heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf den Schinken habe ich auch keine Lust. Was haben wir denn hier in der Truhe? Okay, nichts. Das ist wahrscheinlich unsere persönliche Truhe. Die hier alle ausrauben, solange wir nicht da sind. Haben wir irgendwas drin? Nein, auch nicht. Das lädt ja fast zum Füllen ein, aber wir sind arm und wir haben nichts. Ja, bis zum nächsten Morgen bitte. Vielen Dank. Alles klar. So, jetzt sind die ganzen... Ja, Affen hätte ich schon fast gesagt. Die ganzen Leute wieder hier... So, warte mal, wir müssen so einen Buddler finden, der einen Namen hat. So viel weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wer es ist und wo er ist. Gut. Tja, jetzt bin ich ein bisschen planlos. Aber ich würde sagen, wir machen auch beim nächsten Mal erst weiter. Wir müssen noch Dietriche besorgen. Letztendlich haben wir nur diesen Harlock oder wie der hieß, verkloppt. Und ihn zum Stampfen bewegt. Ansonsten haben wir nicht viel gerissen. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Also, bis dann.